Finale. Oh, wir werden es heute schaffen, alle Level endlich abzuschließen. Nur noch 28 und 29 trennen uns von den 100%. Diese aber jedoch relativ drastisch, wie man hier sehen kann, denn uns fehlt in beiden der S-Rang sowie die roten Ringe und so weiter, was eben noch dazu kommt nach den roten Ringen. Der tägliche Bonus ist aktiv und ich gebe erneut mein Bestes in der Classic Sonic Stage Iron Fortress. Auf geht's! Zweiter Versuch. Erster Versuch hat nicht geklappt und das war eine Scrawling Stage. Das war sogar eine relativ schwierige. Natürlich machen es die Scrawling Stages mir mal wieder nicht einfach. Das war ja irgendwie schon klar, dass es letzten Endes an den Scrawling Stages liegen wird. Ich bin auch sehr gespannt, wie hier die Zeitmission schaffen soll, weil auch das wird, glaube ich, absolute Folter, hier dieses Level auf Zeit so schnell wie möglich durchzuspielen, wie es nur irgendwie funktioniert. Weil es wird bestimmt eine absolut crazy Zeit sein. Da werde ich am Anfang so viel wie möglich rausholen müssen, weil, naja, später in der Scrolling-Passage, die jetzt gleich kommen dürfte, nebenbei erwähnt hier Sonic 1 Flashbacks. Wir haben sie ja im Livestream gespielt, Sonic 1, und da konnte ich nicht mit den drehenden Rädern umgehen, und auch hier in Sonic Forces, wie man gerade elegant sieht, hat sich das nicht wirklich gebessert, was natürlich erneut für mich bedeutet, ich werde es lernen müssen bis zur Zeitherausforderung, weil ansonsten sehe ich schwarz für diese Mission. Das könnte vielleicht sogar meine Hasszeitherausforderung werden, vor allen Dingen, wie das gerade läuft, ich kann das ja nicht angehen hier. Ganz weit oben abspringen, ein schöner Jump bitte, und damit wären wir in der Scrolling-Passage angekommen. Was mir hier in der Scrolling-Passage definitiv nicht gefällt, ist, wir werden es gleich sehen. Erstens, es kommen hier die Räder vor. Zweitens, gegen Ende kommen auch die Raketenwerfer vor, durch die wir irgendwie durch müssen. Und ich habe hier einen roten Ring verpasst. Ach, kommen jetzt schon die Raketenwerfer? Na super. Hier ist ein roter Ring. Den habe ich gerade eben gesehen. Mal gucken, ob ich ihn erreiche. Knapp. Sehr, sehr knapp, aber es soll weiterhin nicht sein. Das war auch verdammt knapp. Das hätte fast mein Ende sein können. Aber zum Glück. Fast. Es ist nicht einfach. Es ist wirklich nicht einfach. Diese Stage. Oh, komm schon. Perfekt gelandet. Sehr schön. Kann ich bitte ins Ziel? Auf die Stelle. So ekelhaft hier. Oh, hier. Oh, yes. Wir haben's. Ich habe keine Ahnung, wie lange die Stage noch geht. Aber wir haben's. Bis hierhin schon mal ohne Fail. Bis hierhin schon mal ohne Fail. An sich, so viel Scheiß kann nicht mehr kommen. Wir sind, Sekunde. Ich habe keine Ahnung. Das da unten könnte Ring Nummer... Ja, das da unten wird Ring Nummer 4 sein. Was so viel bedeutet wie... Gleich dürfte Ring Nummer 5 kommen. Und dann sind wir durch. Ring Nummer 5 ist immer so ein Indiz dafür, dass wir gleich durch sind. Da ich den aber beim ersten Spiel nicht gefunden habe, Ring Nummer 5, habe ich auch das Gefühl, dass ich in diesem... Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Glaube, ich habe ihn... Nein. Mach keinen Blödsinn, Sonic. Mach keinen Blödsinn. Jetzt muss mich irgendwie noch verkacken. Heps. Nein. Okay. Heps. Perfekt, wir sind oben. Und das dürfte sein. Das dürfte sein. Oh yeah. 3-7. Ist eine gute Zeit. Definitiv eine gute Zeit. Komm schon. Gib mir den S-Rang. Darf nicht so laut werden. Ich habe das Mikrofon so sensibel eingestellt. Es dürfte aber ein S-Rang sein. Ja. Keine Ahnung, wie ich die Stage schnell abschließen soll. Definitiv nicht. Wir gucken. Ich muss es ja sowieso machen. Es hilft alles nichts. Aber da ich jetzt den täglichen Bonus aktiviert habe und auch bei der letzten Stage mit absoluter Folter rechne, bleiben wir meinem Prinzip treu. Und ich spiele jetzt erstmal Level 29, den S-Rang. Und wir kehren dann hierher gegen Ende des Parts zurück und holen die roten Ringe. Versprochen, meine Damen und Herren, versprochen. Auch SOS-Missionen stehen noch ein paar aus, deswegen dürfen sehr, sehr gerne erscheinen. Das Signal des Phantom-Rubins bewegt sich auf den Reaktor zu. Schnell! Der Reaktor ist tief im Inneren der Festung. Durch das Verteidigungssystem kommt er nicht so einfach. Mein Kopf wäre ja auch langweilig. Wir finden einen Weg.
also Infinite gebaut. Wie traurig, an so einem einsamen Ort geboren zu werden. Der Reaktor ist ganz nah. Schnell! Wir sind dran. Los geht's. Da habe ich einen roten Ring eingesammelt. Warum schweige ich eigentlich gerade? Das könnte ja finale Versuch sein und ich schweige hier zu Tode. Dann guckt sich das hier kein Mensch an. Keine Ahnung, warum ich gerade gespielt habe. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir sehr, sehr leid. Wie gesagt, es könnte ja finale Versuch sein und ihr habt mich jetzt hier null gehört. Keine Ahnung, warum ich hier gerade gespielt habe. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß auch gerade nicht, warum ich mich so scheiße anstelle, aber auch das, weiß ich nicht. Ach, Mann. Welchen Rhythmus war denn das nochmal hier? 4 Treffer? Konnte ich mehr machen? Ich glaube, 5 Treffer gehen sich immer aus, bis die Barriere wieder startet. 1, 2, 3. Okay. Ja, jetzt gerade. Oh shit, jetzt kommen hier schon Laser dazu. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt mich. Über den Laser. Jetzt kann ich ihn wieder anvisieren. 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. Also 10 Treffer brauchen die. Was so viel bedeutet wie. Zweimal. Ah, perfekt. Den habe ich ja schon angefangen. Das ist eigentlich gar nicht mehr so blöd, den anzufangen. Ich glaube, später werden die dann viel schneller. Ach, und wir sind, glaube ich, durch. Kann das sein, dass das Finale ist? Ja, nein. War das wirklich der Finale? Was ist denn mit Schweigen am Anfang zu Tode, ey? Das ist ultra unglaublich. Weißt du überhaupt, was ein Let's Play ist? Da muss man reden, Ultra, bei einem Let's Play. Ich weiß. Unglaublich. Scheiße. Sorry. Naja, vielleicht war es auch mal ganz schön, meine Stimme nicht zu hören. Das zählt nicht als Essen. Okay, ich wollte schon sagen. Aber wie viel schneller hätte ich denn da noch sein sollen und vor allen Dingen wo? Keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Alles klar. Dann lasst uns die roten Ringe sammeln. Es wird Zeit. Jetzt, da wir überall den S-Rang haben, jetzt, damit meine ich wirklich überall, weil das Finale habe ich ja schon aufgenommen, und sogar schon den S-Rang geholt, ja. Das werdet ihr aber auch in dem Part dann sehen, wo wir den finalen Boss spielen. Ja. Haben wir wirklich offiziell nicht überall den S-Rang. Genau, es gibt ja noch die Extra-Level. Die werden dann im nächsten Part anstehen, damit ihr Bescheid wisst. Wir werden diese Level geheim 1 bis 6 in einem Part abhaken und extra 1 bis 6 in einem Part abhaken. Was so viel bedeutet, die zwei Parts stehen noch aus vor dem Bosskampf und dann muss ich mal gucken, wie ich das dann organisiere. Ich will ja noch einen Bonuspart für Super Sonic machen. Ich will euch noch alle Avatare und alle Missionen zeigen. Also da müssen wir noch ein bisschen gucken, wie ich das organisiere und wann wir dann wirklich, oder wann ich dann wirklich den finalen Bosskampf hochlade. Gut, ja, Iron Fortress, wir sammeln die roten Ringe. Jetzt darf ich wirklich schweigen. Was einerseits wahrscheinlich relativ eindeutig war, ist hier bei den Rädern. Jetzt müsste ich nur noch Sonic irgendwie richtig da drauf kriegen. Oder kann ich auch einfach in die andere Richtung abspringen? Nein, das funktioniert tatsächlich nicht. Und ich denke, da müssen wir definitiv hoch. Kannst du bitte die andere Richtung rennen, Sonic? Nee, ich glaube, der rennt immer nur mit, aber ich kann hier Speed aufbauen. Das wusste ich nicht. Ich glaube, ich muss hier sogar drehen, damit ich noch mehr Speed aufbaue. Na? Komm schon. Keine Ahnung, ich muss hier definitiv hoch. Da kannst du mir alles sagen, was du willst. Ich muss da hoch. Und jetzt? Warum war das gerade so wenig Speed? Hä? Ich bin doch gerade mega abgegangen, oder nicht? Warum bin ich jetzt nur so leicht wegkatapultiert worden? Hä? Das ergibt keinen Sinn in meinen Augen. Außerdem komme ich da beim besten Willen gerade nicht hoch. Was mich auch ein bisschen ankotzt. Ich werde hier mal ganz kurz schneiden. Jetzt habe ich's. Okay. Also, falls es irgendjemanden interessiert, wann ich jetzt gedrückt habe. Ich habe gedrückt, als Sonic auf 3 Uhr war. Dann habe ich den B-Knopf gedrückt und so bin ich da hochgekommen.
mega merkwürdig. Aber okay. Müssen die Entwickler wissen. Danke für den Checkpoint und das hätte ich echt gerne abgesaved. So. Scrolling! Da wissen wir ja auch bereits, wo der rote Ring ist. Wir sehen uns gleich wieder an der Stelle. Und wenn es klappt, weil ich glaube, hier werde ich mehrere Versuche brauchen, bis es klappt. Nee, war direkt der erste Versuch. Nice. Nicht so nice. So, hier war ich gerade. Jetzt einfach hier mit viel Anlauf und direkt springen. Dann hier landen, den roten Ring einsnacken und weiter geht's. Bestenfalls so, dass ich den roten Ring jetzt nach Hause bringe. Weil wir müssen ja auch noch viel mehr in dieser Stage machen. Und zwar grüne Ringe, Mondmünzen und vieles mehr. Bis gleich. Ich habe die grünen Ringe gesehen. Die sind aber gar nicht mal so einfach einzusammeln. Zum Glück haben wir hier unendlich Zeit. Denn ansonsten wäre das relativ anstrengend. Hier? Also liegen... Nein. Liegen relativ auf dem Weg. Kann es sein, dass drei hier unten ist? Natürlich ist drei hier unten. Ich habe den nämlich gerade schon beim Herrennen gesehen. Drei. Zwei. Und... nicht eins. Schon. Wo ist eins? Da ist meine eins. Den kriegt man relativ einfach, wollte ich sagen. Einen gezielten hohen Sprung. Perfekt. Dann hoffe ich einfach mal, dass die Mondmünzen nicht ekelhaft sind. Oh nein. Das habt ihr nicht gemacht. In der fucking Scrolling-Passage. Und wenn man hier verliert... muss man so viel von dieser Scrolling-Passage neu machen. Einen positiven Aspekt hat diese Sache aber. Und zwar, nun ja, man kann nicht wirklich schneller sein als das Scrolling. Heißt für mich, ich dürfte sie zusammenbekommen. Sollte ich jemals es schaffen, sie zusammenzubekommen. Aber wir haben bis jetzt alles gemeistert. Also... ich werde definitiv nicht daran verzagen. So viel steht fest. Auch wenn ich daran jetzt eine Stunde sitze, ich werde nicht aufgeben. So viel steht fest. Wie dem auch sei, derzeit sind sie noch nicht mein eigen. Deswegen sollte ich noch nicht angeben. Erst sobald sie in meiner Tasche sind. So, jetzt habt ihr einmal gesehen, wie viel ich nachmachen muss, sollte ich hier verrecken. Dann verrecke ich natürlich vor den Münzen und nicht während den Einsammeln der Münzen. Hm. Okay, das dürfte der offizielle zweite Versuch sein, es hier hinzukriegen. Oh nein, das habt ihr nicht gemacht. Oh nein, das habt ihr nicht gemacht. Ich guck mal kurz weiter. Ich glaube, der Rest... ja, der Rest ist machbar. Vor allen Dingen, es ist auch genug Zeit. Ich muss nur diesen einen Ring in der Luft bekommen. Auf geht's. Nächster Versuch und ich verkacke. Hier nicht so schnell sein. Definitiv nicht. Also das Fiese in meinen Augen an den Mondmünzen ist, dass man einmal hier so schräg abspringen muss. Hier renne ich jetzt einmal mit, genau. Dann komme ich nämlich viel höher. Und einmal halt nicht schräg, sondern wirklich punktgerade. Und jetzt gib her. Dankeschön. Ein Level geschafft, noch eines erblicke ich in der Ferne. Level 29, Final Judgment. Aber ich würde tatsächlich gerade gerne mal in die Mission reingucken, ob es denn auch eine Mission gibt, alle grünen Ringe zu sammeln. Na gut, wir haben hier die Extra-Mission, das war mir schon klar. Gibt es eine Mission, alle grünen Ringe zu sammeln? Nein. SOS-Mission. Also man muss die grünen Ringe und die Mondmünzen tatsächlich gar nicht sammeln. Das ist so gesehen nur Bonus-Content, für den es keine Belohnung gibt. Nice, Sonic Team. Nice. So lieben wir doch unsere Spiele. Ah, okay, ich dachte schon, die werden 100%ig hier beim Rennen kommen. Und ich lag mit meiner Vermutung
blendend richtig. Und zwar in der zweiten Rennpassage nach dem ersten Grinden. Super. Auch hier darf ich wieder Ewigkeiten geradeaus rennen, bis ich endlich mal wieder zu dieser Stelle hinkomme. Immerhin lerne ich das dann bis dahin auswendig. Lass uns jetzt einmal drin, damit ihr sehen könnt, wie viel Folter ich mir hier wieder antue. Wenn ich euch die 100% zeige. Jedes Mal bis hierhin, einmal wechseln, schnappen, speeden und dann wäre ich wieder hier. So, jetzt war es einmal geradeaus, wir rennen hier sogar, glaube ich, gar nicht mal lang. Ich glaube, es ist tatsächlich besser, so hier lasse ich mich sogar treffen. Und damit haben wir es. Damit haben wir es eigentlich, glaube ich. Ich bin mir relativ sicher, damit haben wir es. Alles klar. Scheiß. Okay, dann, ja. Hier die Barriere und wir sehen uns gleich wieder in Mondmünzen. Das Signal des Phantom-Rubins bewegt sich auf den Reaktor zu. Schnell! Oh, danke schön! Wir haben die wirklich hierher getan. Jetzt muss ich nur noch ausfindig machen, wo die sind. Und dann ist es eigentlich geschafft. Danke, Sega-Team! Ich hab grad wirklich mit Folter gerechnet. Dass die Figuren komplett beschissen im Packen. Ja gut, aber hier ist es halt wirklich auch nicht einfach, mich ausfindig zu machen. Vor allem, ich muss ja hier dauerhaft speeden. War das alles? Ich glaube, ich habe das Geräusch gehört, dass ich alle eingesammelt habe. Ich bin mir aber wirklich nicht sicher. Es klang so. Ich werde ihn bis zum Ende spielen. Und damit haben wir es geschafft. Alle Standard-Level auf Rang S, alle roten Münzen, alle grünen Ringe und zu guter Letzt alle Mondmünzen. Das kann sich doch sehen lassen, würde ich mal behaupten. Gehe ich auf diesen Part einen Daumen hoch? Seid ihr so nett? Bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wie gesagt, im nächsten Part gehen wir alle Geheimlevel nochmal durch, die wir nicht auf Rang S haben. Und im übernächsten Part alle Extra-Level. Würde mich freuen, wenn ihr auch da wieder einschaltet. Und natürlich verpasst das Finale von Sonic Forces nicht. Bis dahin, tschüss, euer Ultra. Ganz schnell, kurz abmoderiert. Together we control the world.